So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio. Letztes Mal haben wir hier unten die Stahlproduktion gestartet. Und okay, das nächste Ziel wäre jetzt, das mal angucken. Also das hier ist mal ganz wichtig. Aber was ist denn das nächste Ziel? Wir könnten Öl machen, Ölverarbeitung erforschen. Tore, was bräuchte ich denn für Tore noch? Militär 2, ja, das ist natürlich auch praktisch, wenn wir Tore haben. Und die Bergbauproduktivität brauchen wir auch Öl. Okay, ich sehe schon, wir brauchen auf jeden Fall Öl, Öl, Öl. So, wie sieht es hier aus? Hier reicht jetzt die Produktion nicht. Okay, kein Problem. Da machen wir noch eine hin. Das hier und das hier. So. Ja, man muss halt immer gucken, dass das ausreicht. Hier, der unten, der wartet jetzt, kommt nicht nach. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, so läuft das hier. Und dann gibt es hier auch Kupferspulen. So. Dann reicht es auf jeden Fall. Der hier unten, die kommen richtig gut nach und wir haben oben auch genug von allem da, um die grünen Wissenschaftspakete zu bauen, die roten sowieso. Theoretisch könnten wir hier noch zwei, ja, hinmachen. Machen wir. Dann ist hier nämlich Jut. Also hier und hier. Dann hätten wir 8 Forschungslabore, das ist okay. Kurz mal auf die Karte gucken. Eisen ist nur noch hier, aber relativ wenig. 271 km und hier sind es 1,6 Mille. Hier ist Stein, hier oben ist massig Stein und nochmal Kupfererz ein bisschen. Hier ist nochmal Kupfer und hier ist viel Kohle. Aber hier ist auch nochmal Fettkupfer. Aber Eisen. Eisen nicht. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch ein zweites Radarteil bauen. Damit. Was kostet das denn so? Das Radarteil. Ja, das geht, ne? Kann man mal machen. Ein paar von den Dingern hier klaue ich jetzt hier mal. Ja. Damit wir früher sehen, wenn da irgendwas kommt, also das schneller geht. So, kurz mal beim Strom gucken. Okay, wir haben zu wenig Strom. Ja. Zu wenig Strom. Da können wir aber schnell Abhilfe schaffen. Wir brauchen einen Heizkessel und wir brauchen ein Rohr. Und eine Dampfmaschine. Oder vielleicht gleich drei. Sich das auch lohnt. Genau, sonst haben wir eigentlich alles. So. Guck an, hier unten kommen jetzt nicht genug Dings an, aber das kann auch daran liegen, dass wir jetzt zu wenig Strom haben. Müssen wir mal gucken. Ach, jetzt haben die das Rohr verbaut, das ich gebaut habe. Ne? So, hier ein Rohr noch. So, das Rohr kommt hier hin. Und der kommt dahin. Dann wird der hier gefüttert. Und hinten dran bitte drei davon. Und eins, zwei, drei. So. Jetzt müssten wir auf jeden Fall wieder genug Strom haben. Jo. Sieht gut aus. Und jetzt schauen wir mal, ob hier jetzt das ausreicht oder ob wir jetzt noch mehr brauchen. Es sieht so aus, als ob wir noch mehr brauchen. Hier kommt nicht genug an. Aber das ist gar kein Problem. Das machen wir einfach. Hier können wir auf jeden Fall noch einen hinmachen. Und hier ist aber noch Kupfer dabei. Das will ich nicht. Ich glaube, deswegen mache ich hier noch eine zweite Reihe. Lassen wir mal eins offen.
So, hier gibt es ja auch noch ein bisschen. So. So. Das muss erstmal reichen. Und hier dran. Jo, ihr kriegt auch noch Strom hier. Ist gar kein Problem. Haben wir jetzt ja genug. So. Drüm, 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 drüm. Hoffentlich reicht das jetzt. Das hier hinten will ich halt auch, dass hier noch was ankommt von dem Erz. Hier oben ist voll. Das ist echt verrückt. Aber hier hinten kommt einfach jetzt so lang. Jetzt doch, jetzt kommen die anderen noch durch. Ja, okay, jetzt kommt was an. Jetzt kommt was an, das ist super. So muss das laufen. So, man könnte auch dieses Teil im Grunde hier anschließen. Vielleicht macht das sogar mehr Sinn. Okay, das hier. Ölverarbeitung. Würde ich jetzt machen, weil wir dadurch ganz viele neue Optionen kriegen für Dinge, die wir brauchen. Unter anderem, ich wollte noch mal schauen, wo kriege ich denn die blauen Wissenschaftspakete? Was sind das hier? Wissenschaftspaket für Militär. Aha, und dann kann ich auch die Tore machen und so. Und 20 Stück, das ist ja easy schnell gemacht. Komm, mach mal das. So, und hiervon bauen wir mal welche, weil dann können wir das hier oben verschnellern. Und dann tun wir die nicht hier drauf fließen lassen, sondern lassen die hier dran fließen. Dann müsste das besser laufen. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. So. Das hier weg. Weil dann laufen die hier auf jeden Fall weg. Und das verteilt sich besser. Hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. So, da ist schon fertig. Das ging flott. Jetzt kann ich nämlich diese Wissenschaftspakete machen und panzerbrechende Munition. Und Tore. Ne, wir machen jetzt trotzdem mal die Ölverarbeitung, die ist nämlich teuer genug. Da will ich nämlich hin, um dann auch ein bisschen hier Kernenergie irgendwann mal zu machen. Nichtsdestotrotz suche ich jetzt gerade die blauen Wissenschaftspakete. Wo kann ich die machen? Erst hier unten irgendwo. Hier. Okay, das ist das nächste Ziel. Hier will ich hin. Fortgeschrittene Elektrotechnik. Das heißt, ich brauche erst die Ölverarbeitung, dann Kunststoffe und dann fortgeschrittene Elektrotechnik. So. Na, jetzt hängt es hier trotzdem. Es ist einfach voll hier, ne? Das ist zwar gut. Aber natürlich läuft es da nicht so ab. Ist aber in Ordnung. Was aber in Ordnung ist. Gar kein Problem. Wie sieht unsere Stahlproduktion aus? Die sieht gut aus, läuft wie geschmiert. So. Okay, jetzt können wir also panzerbrechende Munition machen. Das heißt, ich würde mich jetzt mal um Mauern kümmern, die ich jetzt mal hier außen rum setze. Zumindest hier oben lang. So, mal sehen hier. Weil die Aliens greifen gerne das an, was den. Oh, was ist da los? Da fehlt die Kohle. Aha. Da fehlt die Kohle. Strom. Ist nämlich deswegen auch keiner da, weil keine Kohle da ist. Eieiei. So, das heißt hier auch nochmal zwei Kohlestränge hin. Kohle wird nämlich bald knapp, aber mit dem Öl können wir auch noch anders Treibstoff machen. So, ich nehme jetzt gerade mal hier Kohle raus, damit das wieder anläuft.
Weil der sieht mal richtig, wie langsam die Dinger sind, wenn kein Strom da ist. Und das wollen wir natürlich nicht. So, du kriegst mal hier ein bisschen und du kriegst den Rest. Jetzt hoffen wir, dass das reicht. Na, sind immer noch zu langsam. Brauchen wir noch mehr Strom? Es sieht ganz so aus. Das heißt, wir brauchen auch mehr Kohle. Okay. Naja, mehr Strom machen wir. Eins davon, drei davon. Hier ist ja noch genug Wasser, oder? Ja. Aber es ist kein Dampf da. Warum? Weil zu wenig Kohle da ist. Deswegen haben die auch keine Leistung. Mehr Kohle. Mehr Kohle. Wir brauchen hier mehr Kohle. So, hier haben wir eigentlich massig, aber ich will die nicht wegmachen. So, hier ist noch ein bisschen was, immerhin. So, jetzt ist das wenigstens wieder angelaufen. Und wir haben wieder Strom. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, da ist doch ein bisschen Dampf jetzt da und da kommt hier hinten auch Strom an. Genau, ich wollte ja noch gucken, wo ist denn hier Öl überhaupt? Oh, hier unten ist Uran. Das ist auch gut. Aber hier ist halt einfach null Öl, ne? Okay, das könnte ein ziemliches Problem werden. Das heißt, ich würde jetzt mal erstmal ein bisschen in eine Richtung laufen und ein bisschen erforschen. Habe ich das nicht schon gebaut, mal, das Ding hier? Also auf jeden Fall müssen wir das mal machen. Maschinenpistole nehmen wir mal mit. Und auch ein bisschen Munition brauchen wir. Nicht nur ein bisschen, sondern mehr. So, ich gehe jetzt mal in eine Richtung und guck mal, ob da irgendwo Öl ist oder irgendwas anderes. Also Öl brauchen wir dringend. Ganz dringend. So. Maschinengewehr. Ich hoffe, wir stoßen jetzt nicht auf Aliens und sterben. Rüstung habe ich auch keine, ne? Komm, machen wir uns mal eine schwere Rüstung. Da sind nämlich Aliens. Da dieser rote Fleck, ne? Das sind böse, böse, böse. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht hin. Ist ja ärgerlich, dass hier nirgends Öl ist. Also das sind so lila Pünktelchen. Da sind auch wieder Aliens. Ah, Mist. Ohne Öl wird's schwierig. Ohne Öl wird's schwierig. Dödelödelödelödel. Aber was finden wir schon? Habe ich jetzt keine Angst, dass wir da nichts finden. Oh, jetzt ist da so eine Klippe, kann ich nicht lang. Außen rumlatschen hier. Vielleicht auch noch ein bisschen Eisen wäre auch super. Hier in der Wüste, da muss doch Öl geben irgendwo. Wir schauen nach Öl und es gibt keins. So ein Mist. Wenn nicht, da brauche ich erstmal ein Auto. Dann fahre ich da rum. Und guck mal nach, ob ich dann was finde. Hier ist schon wieder Aliens. Hier, ne? Speiernest. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht.
Weil sobald ich die Aliens nicht mal angreife, da werden die auch irgendwie ein bisschen böser. Ich will nochmal gucken, habe ich wirklich hier kein Öl? Ich habe kein Öl, ne? Ich habe kein Öl. Das ist blöd. Okay. Gut, jetzt haben wir das. Dann kommt als nächstes das hier. Weil ich diese blauen Wissenschaftspakete will. Hier ist ein Wald. Ich will hier durch. Okay, hier unten sind auch nochmal Aliens. Aber ein bisschen Eisenerz wenigstens. Wenn nicht, dann muss ich mir irgendwie anders behelfen. Und zwar erstmal voll auf Waffen gehen. Und hier ein bisschen aufräumen und dann weiter gucken. Was da sonst noch ist. Ah, hier ist so Klippen. Darf ich hier mal durch? Nein. Ein Baum. Okay. Alles steht mir im Weg. Das Spiel schmeißt mir Steine in den Weg. So, hier Uran. Später für die Kernenergie. Das geht aber noch eine ganze Weile. Das kann ich euch sagen. Aber ich will ein Kernkraftwerk bauen. Oh, hier sind wieder. Oh. Die sehen hier auch echt schön außen rum. Die Aliens. Hier. Es sind jetzt alles noch kleine Nester. Das wird noch ein bisschen größer werden. Hier sind schon wieder welche. Aber kein Öl. Das hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen, bevor ich die Ölverarbeitung erforsche, ob es überhaupt Öl gibt. Wenn es nämlich kein Öl gibt, dann müssen wir vielleicht erst die Eisenbahn machen, damit wir überhaupt Öl irgendwie transportieren können. Weil über so weite Strecken. Hier ist Öl. Hier, seht ihr das? Alles voll mit Öl. Ah, schön. So, jetzt gucken wir mal, ob hier nicht irgendwo Aliens drauf hocken, wenn ich jetzt hier. Oh, das ist richtig schön viel Öl sogar. Das ist gut, das ist gut. Das ist halt ein Stück hier rüber. Ah, da oben ist auch nochmal Uran. Viel brauche ich auch nicht vom Uran. So, jetzt laufen wir gerade die Runde hier oben noch zu Ende. So, das sieht gut aus, aber okay, das ist schon weit weg. Aber das ist kein Problem. Die Überlegung dann, ob ich einen Zug baue oder ob ich einfach hier hinten, das heißt hier sozusagen, die Ölverarbeitung hinmache. Wahrscheinlich viel sinniger, wenn ich das so mache. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal dann noch ein Auto bauen und so weiter, weil das geht mir ja alles zu lange. Und wenn ich mir das jetzt, oh, wenn ich mir jetzt das angucke, dann bin ich auch dafür, dass wir jetzt dringend erstmal ein bisschen Militär machen und ist das hier? Ach so, das ist das mein Radar, der das aufräumt. Militär machen und eine Mauer bauen. Die wir dann immer erweitern. Und wo wir dann auch Geschütztürme hinstellen. So, das mache ich jetzt mal. Jetzt bauen wir einfach mal eine Mauer. Und zwar erstmal hier hinten lang. So nicht. So, die soll hier lang. Ungefähr so. So, nachher machen wir das auch nicht mehr selber, sondern lassen das schön Roboter machen. Also das Bauen. Oh, da passiert nämlich sowas nicht mehr. Geht aber alles noch ein bisschen, aber ist alles möglich in dem Spiel. So, dann gehen wir hier rüber. Was ist hier? Ein Baum. Oder was soll das sein? Mach mal weg. La 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 la. So, wir haben ja noch ein paar Mauern.
Aber erstmal Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn die Viecher nämlich angreifen und mir alles kaputt machen, dann habe ich auch nichts davon. Deswegen machen wir das mal schön hier außen rum. Soweit erstmal. Immerhin schon mal eine Mauer. Es gibt keinen Grund, eine Mauer zu bauen. Ich finde schon. Ich habe die Absicht, auch eine Mauer zu bauen. So, 17. Naja, gut, dafür läuft halt hier das Ding voll, ne? Aber wir können auch einfach sagen, hier machen wir 2000 Ziegelsteine und dann ist Schluss. So. Bam. So, Leute. Und wie es weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal, ne? Macht's gut. Bis dann.